herzlich willkommen hier zu diesem Video und heute ist es kein Tippspiel, denn es ist die Saisonanalyse der letzten Saison 2015-16. Wir beide sitzen hier in unserem Trikot für den Verein, für den wir stehen. Richtig. Werder Bremen und Bayern München erkennt sich ja gut. Kann man gut auseinanderhalten, würde ich sagen. Ja, auf jeden Farbe Fall. Farbe beißt sich ein wenig. Aber ja, die Saison ist zu Ende und wie schon letzte Woche angekündigt, wird es eine Analyse geben. Ich habe hier einige Zettel angefertigt. Ja, sehr wohl. Werden wir gleich mal in Ruhe drauf schauen. Bevor wir gleich richtig auf die Analyse kommen, zuvor noch auf das Tippspiel. Ich habe jetzt leider es nicht mehr geschafft, alle Punkte von mir auszurechnen, wie viel ich jetzt insgesamt in der Rückrunde geholt habe. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe meine 101 Punkte aus der Hinrunde, die ich da geholt habe, gebrochen. Denn ich habe am letzten Spieltag, sage und schreibe, 12 Punkte geholt. Du hast 9 Punkte geholt. Und ja, das Duell, wenn man es so sehen will, zwischen uns beiden, ging für mich gut aus. Ich habe nämlich 67 Punkte und du hast 60 Punkte geholt. Ab dem 26. Spieltag an habe ich aber auch nur gewertet. Also nur 7 Punkte Differenz, also das ist wenig, kann man sagen. Also letztendlich kann man sagen, fast ausgeglichen. Ja, würde ich das wer weiß, wenn ihr dieses Format beibehalten wollt, dass wir das auch für die nächste Saison so machen wollen, vom ersten bis zum letzten Spieltag an, dass wir alle Partien tippen, dann schreibt es unten in die Kommentare oder gebt einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, fangen wir ein bisschen mit der Analyse an. Ja. Möchtest du zuerst irgendetwas sagen? Zum Beispiel, hier ist die Abschlusstabelle. Ich habe ja auch nochmal eine Abschlusstabelle. Wer ist denn für dich die Überraschungsmannschaft der Saison? Und welches ist die enttäuschendste Mannschaft der Saison? Ich habe das hier auch irgendwo. Also, wie soll man das... die Überraschung für mich ist natürlich so, dass wie Ingolstadt und das Darmstadt... Ja. Dass die Klasse halten konnten, muss ich sagen. Also da hätte ich nicht unbedingt mit gerechnet. Meistens ist das so, die steigen auf und steigen auch meistens gleich wieder ab. Das stimmt. Nicht so, so wie Paderborn oder Braunschweig. Eine Saison gespielt und dann wieder abgestiegen. Also da muss ich sagen, war ich recht überrascht darüber, dass diese beiden Mannschaften ja den Klassenerhalt doch geschafft haben. Eigentlich deutlich geschafft haben, muss man ja sagen. Das stimmt. Die haben ja nicht einmal... Obwohl Darmstadt, sag ich mal, eher knapp. Ja, aber trotzdem. Immer noch besser wie die anderen, die dort unten stehen. Wenn man so sieht, Kultvereine wie Hannover, Stuttgart... Wir haben jetzt Frankfurt, gut, Frankfurt durch das Werder gewonnen hat, muss man so sagen, dass diese Vereine, die ja nur auch schon länger erste Bundesliga spielen, die jetzt da unten stehen, wie Hannover, die definitiv abgestiegen sind. Ja. Und Stuttgart ja nun auch. Ne? Das ist schon sehr, sehr, sehr für mich schon, ja doch, so ein bisschen. Und für dich, welches ist für dich die enttäuschendste Mannschaft? Ja, welches ist die enttäuschendste Mannschaft? Würdest du Frankfurt, Stuttgart oder Hannover nennen oder eher doch einen anderen Verein, der vielleicht weiter oben steht und vielleicht von den Ambitionen her vielleicht hätte einen besseren Tabellenplatz erzielen können oder müssen. Ich denke mal, Wolfsburg ist zwar auf dem 8., wenn ich das richtig sehe. Ja. Weil ich hätte damit gerechnet, dass sie weiter oben stehen eigentlich. Ja. International mitspielen, aber das ist für mich ein bisschen enttäuschend eigentlich. Mit dem Kader, den die haben, hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Mhm. Definitiv. Gut, alle anderen, sage ich mal so, die da jetzt, wenn man die Tabelle so betrachtet, erster, zweite Stelle, das war für mich ganz klar. Ja. Leverkusen ist eigentlich auch nicht schlecht. Also, dass sie auch weiter oben mit sind, ist es eigentlich auch schon so. Ja. Schalke, gut, haben auch hoch und Höhen und Tiefen stehen eigentlich auch im 5. Ist eigentlich auch in Ordnung. Gladbach, das war ja Christian Heidel, muss man auch erwähnen. Jetzt übernimmt er. Mal gespannt, was Schalke nächste Saison schafft. Und auch von den Transfers hier. Und welcher neue Trainer kommt. Breitenreiter ist nun weg. Ist ja definitiv weg. Da muss man halt gucken, wenn sie jetzt danach. Und nun soll es. Jetzt muss ich überlegen. André Villas-Boas sein, ist ja glaube ich noch zurzeit bei Zenit, wenn ich mich nicht irre. Ja, muss man halt gucken. Aber auch Markus Weinziel ist im Gespräch. Ja, deswegen, da muss man halt gucken, wen sie jetzt davon holen oder wen sie davon. Ja. Wer auch kommen will, das ist ja auch noch eine Frage. Ne? Mhm. Wer passt dahin? Gladbach ist ja, Gladbach ist eigentlich schon Quatsch. Schalke ist ja nur nicht ganz so einfach, der Verein ist nicht ganz so einfach. Das stimmt. Ist schon seit langem Krisenverein. Ich glaube, ausschlaggebend war die Ära Magath. Vielleicht. Ja. Aber da als Trainer, da zu bestehen als Trainer, ist ziemlich schwer da gerade. Das ist wirklich schwer auf Schalke. Magath hat Stars dahin geholt, aber dann auch
ein bisschen, sag ich mal, was verstehe. So, er war nicht der richtige Trainer für ja. Schalke, aber es waren schon mehrere da, die auch nicht reingepasst haben. Bevor wir aber noch einzeln auf die anderen Mannschaften eingehen wollen, also für mich ist die größte Überraschung natürlich auch Darmstadt und Ingolstadt, wie du gesagt hast. Ja. Ich glaube, keiner hätte damit gerechnet, dass beide Aufsteiger die Klasse halten. Für mich ist aber auch noch eine Überraschung, muss ich sagen, Mainz und Berlin. Beide spielen jetzt international mit. Hertha hat es ja, kann man sagen, auch noch knapp geschafft. Hat ja, glaube ich, am letzten Spieltag nur unentschieden gespielt oder verloren und deswegen ist man noch Siebter geworden, obwohl man auch mal Dritter oder Vierter war. Aber trotzdem eine Überraschung, aber auch Mainz sechster Platz. Diesmal spielt man direkt in den Playoffs der Europa League und ich hoffe, diesmal schaffen sie es im Gegensatz zu 2013, ich glaube 2011. Also zwei Jahre hat man es versucht und man hat es nicht geschafft. Ja. Und beide Jahre auch nie einmal unter Tuchel sogar. Bin ich mal gespannt. Ja. Und die größte Enttäuschung ist auch meiner Meinung nach Wolfsburg, ja, da man Champions League gespielt hat und eigentlich hätte ich schon erwartet, mindestens eigentlich Platz 5. Ja, also da muss ich auch sagen, also da muss man, hätte man normalerweise, also da hätten sie sich eigentlich, da hätten sie stehen müssen. Einfach also hier ein bisschen schauen. Das ist für mich eigentlich auch so ein bisschen. Ja. Nicht so, ja, doch enttäuschen muss ich. So, sagen. Bevor wir dann das mal enttäuschen. Auch noch gleich über die Mannschaften reden werden, wir beide, werde ich noch ein bisschen über mich reden, denn mein allererstes Video auf meinem Kanal war nämlich die Prognose, welche Mannschaft wo steht. Und ich muss sagen, ich habe schlecht abgeschnitten. Ich habe einen Schnitt von 4,1. Falls ihr euch fragt, wie ich das errechnet habe, kennt ihr vielleicht auch womöglich von Fußballmanager. Ich habe ja meine Tabelle erstellt. Ich glaube, das Witzigste, jetzt im Nachhinein frage ich mich, warum ich das gemacht habe, aber man hätte natürlich auch damit rechnen können. Ich habe Wolfsburg auf Platz 1 getippt und Bayern auf 2. Und Dortmund auf 5. Jetzt mal so. Und dann habe ich es halt so ausgerechnet. Wolfsburg ist 8. Und ich habe sie auf 1 getippt. Deswegen 7 Differenz. Und die ganzen Differenzen habe ich zusammengerechnet. Ergibt 74. Durch 18, weil es sind 18 Mannschaften, sind 4,1 Periode. Also 4,11111. Kann ich gerne noch eine Stunde machen. Deswegen von der Note her ein ausreichendes Ergebnis. Ich hoffe, nächste Saison ist es mindestens 3,5 oder besser. So. Das dazu. Noch ein paar so Statistiken. Ingolstadt hat ja das erste Mal in dieser Saison gespielt und ist damit der 54. Bundesligist. In der Bundesliga halt. Und 54 ist schon eine grandiose Zahl. 54 Mannschaften waren jetzt schon in der ersten Bundesliga. Interessant. Und erstmals in dieser Saison verloren zwei Mannschaften die ersten 5 Begegnungen. Und zwar Stuttgart und Gladbach. Und Gladbach hat es sogar noch geschafft, Vierter zu werden. Das ist noch nie einer Mannschaft gelungen nach 5 Niederlagen. Und außerdem hat Bayern auch etwas Historisches geschafft. Am 24. Oktober hat man beim 4-0-Sieg, jetzt weiß ich nicht mehr gegen wen, das habe ich jetzt leider nicht aufgeschrieben, so viel, aber auf jeden Fall war es der 10. Spieltag, hat man gewonnen und das war der 1000. Sieg in der Bundesliga. Der 1000. Das ist eine heftige Zahl. Coole Sache, muss man sagen. Ja, womit wollen wir anfangen? Möchtest du über irgendeine Mannschaft was sagen? Speziell. Also ich? Ja. Zum Beispiel über Bremen. Wir können ja, über Bremen sprechen. Also ich muss... Oder über eine andere Mannschaft. Ich würde jetzt mal ganz gerne vielleicht noch was zu Bremen sagen. Ja, gern. Und da ist jetzt auch wieder, war jetzt letztes wieder im Radio eine wurde was gesagt über Jürgen Elborn, kennt ja auch jeder aus Bremen. Ja. Ne? Er sagte auch, dass Werder mal wieder zu Hause in der Macht werden muss, oder sollte, weil das ist man auch den Fans schuldig, weil die kommen alle ins Stadion und zahlen viel Geld und sehen dann solche Spiele, die ja nicht wirklich teilweise nicht gut sind. Das ist halt so, dass da wirklich was gemacht werden muss und dass auch die im Verein jetzt mal gefragt sind, da mal auch und die einzelnen Spieler sowieso mal richtig Leistung zu bringen und nicht immer so mal ein gutes, mal ein schlechtes, mal so ein mittelmäßiges Spiel, das geht so nicht, das funktioniert. Das gab es früher auch nicht, früher waren die Spiele zu Hause immer gut eigentlich, dass mal ein schlechtes gab, klar.
Aber oder auch im Gegensatz zur letzten. Da waren, haben die Siege eingefallen. Und wenn man das jetzt die letzten zwei Jahre mal betrachtet, nur die letzten zwei Jahre, was da los war, das war also war grottenschlecht, war das. Gerade zu Hause. Gerade zu Hause. Auswärts ist eine andere Sache. Das hier aber ist doch mal eine schöne Statistik. Schau dir das mal an. Das ist nicht gut. Und da du ja deine Fans hast, und die Fans stehen ja hinter deinem Verein. Und gerade die Werder-Fans stehen hinter der Mannschaft, das kann man ja auch nicht anders sagen. Dann erwarte ich da auch, dass da immer volle Pulle, dass es auf volle Pulle abgeht. Und das war die letzten zwei Jahre definitiv schon nicht mehr der Fall. Hier, guck mal, wenn du dir das hier mal ansiehst, weil ich habe hier eine Heim- und Auswärtstabelle erstellt. Ja. Bremen ist in der Heimtabelle auf Platz 12. Wobei, ich muss was sagen, ich meine, ich hätte Anfang der Saison getippt, dass ich Bremen auf Platz 12, 10 bis 12 habe ich gesagt. Hatte ich doch gesagt, wir sind auf 13 gelandet, aber ich habe gesagt, ich würde Bremen, würde ich spielerisch, also so wie ich habe sie auf 10 getippt. Ja, du hättest auf 7, genau. Ich hatte sie, glaube ich, auf 10 oder 12, also aber auch schon von 10 bis 12 getippt. Also auf den Plätzen, also, glaube ich, meine ich hätte 12 gesagt. Hätte ich sie eingeschätzt und sind auf 13 gelandet. Aber jetzt eben nicht, dass die so spielen, dass sie da jetzt gegen den Abschied spielen und jedes, dass das auf das Spiel wirklich ankommt jetzt. Ja. Damit nicht, hätte ich gesagt, die werden sich so auf 12 einpendeln, da werden die wohl stehen bleiben. Mhm. Also gut, letztendlich ist auf 13 gekommen. Das ist jetzt ja fast das ja auch so. Also Bremen ist zu Hause diese Saison besser gewesen als auswärts, aber auch ganz knapp. Zu Hause hat man nur 20 Punkte geholt. Das ist wenig. Mit einer Tordifferenz 27 zu 30. Ja. Auswärts hat man 18 Punkte geholt. Also man kann sagen, ein Remis-Differenz und eine Tordifferenz von 23 zu 35. Also da ist die Defensive und die Offensive schlechter auswärts als zu Hause. Ja. Also das zeigt erstmal auf jeden Fall, dass Bremen zu Hause trotzdem stärker ist. Ja, aber im Gegensatz wirklich zur letzten Saison hat Bremen eine schlechtere Heimstatistik als diese Saison. Ja. Weil ich glaube, letzte Saison, boah, da müsste ich jetzt schätzen, ich sag jetzt mal um die 30, aber, 35 Punkte vielleicht rum. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie viele Punkte man insgesamt geholt hat. Das ist auch, glaube ich, gar nicht mal so, ganz gar nicht so wie Letzte Saison war definitiv besser, weil da kam es auch nicht darauf an, dass das letzte Spiel entscheidet, ob sie jetzt in die Relegation müssen oder nicht. Das war ja vorher schon klar, dass sie es nicht brauchen. Ne? Mhm. Und diesmal stand ja nur aufs Messer schneiden, muss man ja dazu sagen. Und das war schon nicht so schön. Also was willst du ja nicht immer sehen. Auch Hin- und Rückrundentabelle ist mal ganz interessant. Hinrundentabelle war Bremen auf 16. Ja. Nach Hinrunde stand man auf dem 16. Platz. Ja. Und das wäre ja auch fast eingetroffen noch. Und nun in der Rückrunde, wenn man nur die Rückrundentabelle nimmt und das jetzt sagt, das wäre jetzt die Abschlusstabelle, wäre Bremen sogar Achter geworden. Ja, gut, wenn man die Rückrundentabelle so sehen würde, ja. Aber es ist leider nicht so gewesen. Nee. Und das Witzige ist, gut. Rückrundentabelle 33 zu 33 Tore hat Bremen, also 0. Ja, ja, gut. Aber trotz alledem bin ich ja, weil ich ja nur noch Werder-Fan bin, seit Jahren ja schon. Bin ich ja seit du geboren bist. Ja, nicht seitdem ich selber auch Fußball spiele. Ja. Oder gespielt habe, manchmal spiele ich ja nicht mehr. Bin ich ja schon immer Werder-Fan gewesen und werde ich auch bleiben. Und, aber trotzdem finde ich das so ein bisschen traurig, dass das die letzten Jahre so bergab gegangen ist. Also muss man sagen, das fand ich nicht so gut. Das war vorher nicht so. Das war deutlich die letzten Jahre. War das deutlich besser. Ne? Wollen wir mal ein bisschen über mein Verein sprechen, oder? Ja, gut, da können wir jetzt auch mal drüber sprechen. Wenn wir über Werder sprechen, das reicht. Bayern München, Meister. Auch wieder eine neue Statistiken aufgestellt. Zum einen etwas gegen Bayern, aber auch etwas für Bayern. Und ich finde eigentlich, dass für Bayern ist für mich der Rekord oder das Highlight der Saison. Ja, was ist denn das Highlight? Aber zuerst nochmal was gegen Bayern. Ja. Denn in dieser Saison wurde auch eine neue Statistik wieder aufgestellt und zwar mit dem schnellsten Tor. Letzte Saison war es am ersten Spieltag Karim Bellarabi, der nach 9,8 Sekunden gegen Dortmund traf. Und Leverkusen war sogar im Angriff. Das schnellste Tor diesmal, und das wurde gebrochen, war nach 9,21 Sekunden. Und zwar für Hoffenheim gegen Bayern. Und das war am zweiten Spieltag. Volland hat getroffen und und im Gegensatz zu Leverkusen war das der erste Ballkontakt auch eines Hoffenheimers nach 9,2 Sekunden. Das war gleich der erste Torschuss und der erste Ballkontakt.
Aber für mich das Highlight, und ich hoffe, du stimmst mir dazu, aber eigentlich müsstest du mir dazu stimmen. Bin ich mal gespannt. Ich weiß ja nicht, was du noch willst. Am 6. Spieltag hat Bayern München, jetzt muss ich mal gucken, war das jetzt zu Hause oder auswärts? Ich glaube, das war jetzt zu Hause gegen Wolfsburg gespielt. Zur Halbzeit lag man 0-1 hinten. Und dann wurde Robert Lewandowski eingewechselt. Und innerhalb 9 Minuten hat er 5 Tore erzielt. Ja. In der 51., in der 52., in der 55., in der 57. und in der 60. Ja. Und damit hat er den Rekord von Michael Tönnies eingestellt mit dem schnellsten Hattrick. Denn der war zuvor bei 5 Minuten. Und Robert Lewandowski hat ihn nun in 3 Minuten 19 Sekunden geschafft. Das ist schon sagenhaft, muss man sagen, ne? Oder findest du nicht? Also, das ist eigentlich, also ich muss sagen, das ist natürlich super, gar keine Frage, das ist natürlich eine super Sache. Ne? Mhm. Da kann ich mir aber natürlich nur fragen, wo war denn die Abwehr? Das muss man ganz klar so sehen, oder nicht? Dass er die Tore gemacht hat, ist alles super. Und das ist auch in Ordnung. Aber wo war denn die Abwehr vor dem vom Wolfsburg, wo ich frage mich dann. Aber gut, aber war eine super Sache. Bayern ist ja auch wieder Meister geworden, natürlich. Natürlich Meister. Ja. Klingt so selbstverständlich aus meinem Mund. Das Potenzial ist natürlich da. Ja. Wobei sie natürlich, was anderes haben sie auch nicht großartig. Also das letzte Mal, wo Bayern einen schlechteren Platz als Platz 2 hatte, muss ich mir überlegen, war in der Saison 2009-2010. Wenn ich mich nicht ganz irre. Da ist man nämlich Dritter geworden und man musste in die Champions League Playoffs. Damals galt das ja noch nicht mit dem dritten Platz, da man da ja noch auf dem 4. Platz in der UEFA, in der 5-Jahres-Wertung der UEFA stand. Jedenfalls Bayern wieder Meister und man hat auch wieder einen Rekord in der Defensive aufgestellt. Denn vor 2 Saisons hat Bayern die Saison als Meister abgeschlossen mit 19 Gegentoren, letzte Saison mit 18 Gegentoren und diesmal mit 17 Gegentoren. Also um ein Tor wieder verbessert. Es geht noch weniger. Ja. Wenn man das so sieht, eigentlich. Was habe ich hier noch? Was mit Bayern? Nein, noch ein paar Zahlen nur. Wir haben es noch gerne über Mannschaften reden können. Der torreichste Spieltag war der 28. Spieltag mit 32 Toren und nochmal zu Siegen. Der höchste Sieg war am 13. Spieltag. Wolfsburg hat zu Hause gespielt gegen Bremen 6-0. Das war der höchste Sieg. Aber die torreichsten Partien waren zweimal ein 6-2. Und zwar am 4. und am 32. Spieltag. Am 4. Spieltag gab es nämlich ein 6-2 für Frankfurt gegen Köln. Und jetzt kannst du mir überlegen, die zweite torreichste Partie, 32. Spieltag, war für wen? Oh Gott, du fragst mich Sache gerade. Na komm, machen wir mal ein kleines Quiz. Ist ja noch nicht so lange her eigentlich, aber da muss ich erstmal meine Zellen anschmeißen. Ich gebe dir einen Tipp. Oh, das Spiel war an einem Montag. Ach, du meinst das Spiel gegen Werder. Ja, ich hatte eben ein Denkproblem. Das war sehr, sehr torreich, muss man sagen, gegen Stuttgart. Ne? Also ich meine, das war ein 6-2 gegen Stuttgart. Man muss natürlich dazu sagen, erste Halbzeit fing ja so ein bisschen verhalten an. Ne? Genau. Und wir dachten, oh, was ist das denn jetzt schon wieder? Gut, okay. Aber dann zweite Halbzeit haben sie mal im Rekord aufgelegt. Wie gesagt, gut, Stuttgart hatte ja auch nicht wirklich was entgegenzusetzen, großartig, ja, zu sagen. Ne? Ich denke mal, sie auch ein bisschen platt waren danach. Aber das war schon nicht, also das war schön. Sowas guckt man natürlich gerne. Ja. Ist so. Das war schon sehr torreich. Das stimmt. Das war sehr toll. Stuttgart ja abgestiegen. Ja, leider. Ja, man muss wirklich sagen, leider. Aber man muss sagen, das Potenzial, so wie ich es jetzt letzte Stadt wieder aufzusteigen, ist ja da. Ja. Weil die Leute gehen ja nicht großartig weg. Das heißt, von daher. Das ist auch eine Frage, die ich mir jetzt stelle. Also es gibt einen Kostic, der ist im Gespräch bei Wolfsburg und bei englischen Teams. Es gibt einen Didavi, der jetzt ablösefrei, das stand ja schon lange fest, nach Wolfsburg wechselt. Man hat einen Ginczek, der eigentlich auch Potenzial hat, in der ersten Liga zu spielen. Könnte mir vorstellen, wenn Nürnberg aufsteigt, dass Nürnberg ihn vielleicht zurückholt als guten Stürmer. Ja. Neben Burgstaller.
Ich muss sagen, ist schon schade, dass es jetzt nicht so klingt, dass ich keiner Mannschaft den Abstieg gönnen oder so. Aber ich muss sagen, jetzt, wenn man die Leistung betrachtet, Hannover zu Recht abgestiegen, oder? Ja, gut, muss man sagen. Also da kam ja zuletzt auch nicht mehr wirklich was. Also nicht viel. Spielerisch? Wenn die unter Stendl vielleicht noch dann zum Schluss, da hat man noch ein bisschen was gezeigt, aber am Anfang und mittendrin, insgesamt die Konstanz war null drin. Null, also da ist ja auch nichts gekommen mehr großartig. Gut, ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht liegt es auch am Verein selber, im Verein, Führung, Vorstand, keine Ahnung. Kann sehr gut sein. Kann ich nicht sagen, kann man nicht rein. Bader da vielleicht irgendwie Probleme macht, man weiß es nicht. Also, wir müssen mal abwarten, zweite Liga. Was sich da jetzt tut, was sich da verändert, das werden wir dann mal sehen, ob Frankfurt dann auch zweite Liga spielt. Was denkst du, Prognose, Frankfurt oder Nürnberg? Steigt Nürnberg also bleibt? Ich gucke mir jetzt das Spiel, ich habe das Spiel Werder gegen Frankfurt ja noch im Kopf. Also habe ich Frankfurt und ich Nürnberg. Also ich muss mal sagen, wenn Frankfurt nicht ein bisschen mehr tut, als was sie gegen Werder getan hat, dann war es das für die in der ersten Liga. Also Nürnberg ist deutlich stärker in dem Sinne, wenn ich das jetzt vergleiche, da würde ich sagen, dass Nürnberg aufsteigt, dass Frankfurt absteigt. Immerhin, ich glaube, Relegationsmeister ist ja wirklich Nürnberg. Die haben ja schon oft in der Relegation bewiesen, dass sie aufsteigen können und das als starker Dritter in der zweiten Liga. Und auch Raphael Schäfer, er freut sich auch schon auf die Partie. Heute Abend läuft die Partie. Bin ich sehr gespannt. Ich werde die Partie auch sehr stark verfolgen. Aber ich glaube, sehr schwer zu sagen. Also es wird ein ausgeglichenes Duell. Ich würde jetzt aber prognostizieren, kontra Frankfurt, ich glaube, Nürnberg steigt auf. Würde ich jetzt einfach erstmal meinen, vielleicht werde ich eines Besseren belehrt. Wirst du mir, oder wirst du eben sehen, also da kann ich, das ist schwer zu sagen. Lass uns mal über die Eurocup-Teilnehmer sprechen. Also Bayern, Dortmund in der Champions League ist klar. Also Dortmund jetzt ja auch eine grandiose Saison gespielt, 78 Punkte hat man geholt, also ein sehr starker zweiter Platz. Ja, ganz klar, Dortmund ist ja nun auch eine gute Mannschaft. Doppelt so viele Niederlagen wie Bayern, muss man auch dazu sagen, finde ich witzig. Bayern hat ja zwei Niederlagen kassiert, am 15. Spieltag in Gladbach 1-3 verloren und zu Hause am 24. Spieltag gegen Mainz 1-2 verloren. Ja, nee, aber Bayern und Dortmund in der Champions League, Leverkusen auch sicher mit dabei. Und Gladbach Playoff. Was denkst du, Gladbach? Ja, Champions League oder Europa League? Wo? Kann man immer schwer sagen, gegen wen man ja auch spielt. Das kann man nicht sagen. Das kommt auf die Mannschaft an. Könnte ein Malmö werden, wenn ich jetzt mal so denken müsste. Könnte auch Porto sein. Gut, das ist natürlich, wenn man die Gegner sieht, dann wäre es natürlich möglich. Malmö, glaube ich, könnte es sein. Es könnte auch zum Beispiel wieder ein Salzburg sein. Es könnte, muss ich mal überlegen, selbst, wer ist denn jetzt Vierter in England geworden? Ich weiß nicht mehr, wer Vierter in England geworden ist. Aber du kannst gerne mal ein bisschen sonst über nicht ganz so Schalke, Mainz und Berlin sprechen. In der Zeit werden wir nicht schauen. Ja, Schalke. Schalke ist auch wieder so eine Sache für sich da. Schalke und Berlin. Ja, Berlin ist ja nun auch eigentlich ein bisschen, wenn man das. Und Mainz. Ja, Mainz war gut, aber Mainz hat sich eigentlich so weit ganz gut gehalten, muss man sagen. Mit Mainz hätte ich auch nicht unbedingt, also wo die damals aufgeschieden sind, hätte ich auch gedacht, oh mein Gott, mal gucken, wie lange das dauert, bis sie wieder absteigen. Ja. Da war ich ja so ein bisschen, gut, die halten sich jetzt ja auch schon einige Zeit da. Und eigentlich auch immer relativ weit oben, wenn man das so sieht, ne? Ja. Im Schnitt immer so einstelligen Platz, oder so, wenn man das so mal verfolgt ein bisschen. Ja, das ist, aber ich meine immer so, Schalke ist im Moment. Ja, das ist auch so eine Mannschaft wieder. Die spielen auch nicht wirklich konstant, muss ich das so sagen. Ja. Dieses gefällt mir nicht so. Waren auch schon besser. Aber das liegt wahrscheinlich auch immer daran, was für ein Trainer da ist. Wobei, auf Schalke ist es echt schwer als Trainer. Da ist es nicht so leicht. Ne? Da sitzen die alle im Nacken. Ja. Ja. Also nur mit so Viertel in England ist Manchester City geworden. Das könnte aber nicht sein, da beide, glaube ich, in den Playoffs dann im ersten Lostopf sind. Möglich ist aber, dass Gladbach gegen Fenerbahce spielen wird, die ja sicher Zweiter sind. Noch mal so am Rande bemerkt. So. Ja. Also Gladbach
Ich sag mal, Champions League ist, denke ich, schon drin. Diese Saison hat man auch Champions League gespielt. In einer Gruppe mit dem FC Sevilla. Ja. Was sagst du zu gestern? Ganz ehrlich, ich habe mich schon oftmals in der FIFA-Karriere aufgeregt. Ich habe das Spiel ja nicht gesehen, deswegen kann ich jetzt so nicht sagen, aber ich war so doch vielleicht ein bisschen überrascht eigentlich, muss ich sagen. Alter, das dritte Mal in Folge. Ich habe mit was anderem gerechnet. Das dritte Mal in Folge, das kannst du nicht, das kann doch nicht sein. Das ist schon sehr dümmlich oder sehr blöd eigentlich, ne? Ich will mir das so sagen. Boah. Ja, ich hätte damit gedacht, dass es anders ausgeht, aber ich auch. Aber ich hätte es zu Liverpool mir gewünscht. Und dann kann ich das ja auch nehmen. Ich habe das hier auf meiner Brille. Kann ich auch meinem Tier sagen, denn gestern, das klingt jetzt vielleicht komisch, habe ich es davon abhängig gemacht, ob ich weiter mit Liverpool bei FIFA 16 spiele. Und ich habe mich dafür entschieden, jetzt mit Liverpool aufzuhören. Das soll jetzt nicht dafür so klingen, dass das Spiel so ausschlaggebend war. Aber scheiß FC Sevilla. Wenn jetzt jemand ist, FC Sevilla, für nichts gegen dich. Ich mag nur einfach Sevilla nicht. Es gibt Vereine, die muss man nicht mögen. So. Es kann nicht sein, dass Sevilla das dritte Mal in Folge die Europa League gewinnt. Und ich habe mich schon vor 2 Jahren aufgeregt, als Sevilla gegen Benfica Lissabon gewonnen hat. Lach nicht da hinten! Das ist Fußball. Ja, das ist Fußball. Das ist kann ich aber verstehen. Also trotzdem rege ich mich natürlich auf als Fan. Als Fan sollte man sich auch aufregen. Ja. Kann nie zufrieden sein. Ich habe gestern Liverpool-Fans gesehen im Stadion, die geweint haben. Ich habe das Spiel ja live gesehen. Das ist emotional. Und dann wurde auch noch ganz zum Schluss sehr emotional gesungen, You'll Never Walk Alone. Aber jedenfalls, es wird keine FIFA 16 Videos mehr mit Liverpool geben. Das kann ich schon mal eben hier sagen. Aber ich habe auch Spaß, einfach mal alles simuliert und wir haben alle Titel geholt. So viel kann ich sagen. FIFA 17 kommt ja auch bald mal wieder raus. Oder wenn ihr sagt, so zwischendurch mal ein kleines Projekt mit einer Mannschaft, dann könnt ihr es ja gerne mal hier unten in die Kommentare hinschreiben, mit welchem Verein ihr sonst eine kurze Saison sehen wollt. Okay. So viel dazu mit Liverpool, Sevilla, Gladbach. Schalke Europa League genauso wie Mainz. Ich denke, gute Vertreter sind das. Ich hoffe, Mainz schafft es aber auch. Ich denke schon, eigentlich könnte es. Es ist schwer zu sagen, aber ich würde so sagen, vom Potenzial her müsste das klappen. Können sich das schon. Doch, das wird schon werden. Ich überlege gerade, kann man noch über irgendeine Mannschaft hier was sagen? Ja, man kann über jede Mannschaft was sagen. Ja, aber noch so was so Informatives, sage ich mal. Habe ich hier noch irgendwo stehen? Ja, ich kann mal was zu Hamburg sagen. Ich meine, dass Hamburg da steht, wo sie jetzt stehen, das gefällt mir eigentlich nicht so wirklich. Muss ich einfach so sagen. Also ich bin auch kein Hamburger Fan. Ja. Also ich bin auch der Meinung, Hamburg hätte mal letztes Jahr so einen Schnappsteiger oder eine zweite Liga. Ah, doch, stimmt, ich habe hier noch 2 Sachen. Aber gut, das nur am Rande. Es gibt vielleicht viele Hamburg-Fans, aber ja, das ist halt so. Die wollen hier auch nicht gegen irgendeinen Verein wettern. Jeder hat seine Mannschaft, steht für seine Mannschaft ein, ist auch ganz in Ordnung. Und auch wenn ich natürlich Bayern-Fan bin, und ich denke, vielleicht sieht man das ja in dem Video, aber ich bin immer sehr neutral. Okay, ich mag jetzt Sevilla nicht. Das steht mir aber auch zu, dass man Vereine nicht mag, aber im deutschen Fußball stehe ich eigentlich jedem Verein neutral zu, habe aber auch meine Vor- und Nachteile oder meine Vorurteile dem Verein gegenüber. So wie zum Beispiel Leipzig, die ja aufsteigen. Kann man gleich sonst noch im Das ist aber auch so eine Mannschaft. Gut, die sind natürlich gut, da steckt natürlich auch Geld hinter, deswegen sind die natürlich auch so hochgekommen. Sonst wären sie nämlich nicht da oben stehen oder jetzt da stehen, wo sie jetzt stehen, ist klar, oder? Denn und würden nicht aufsteigen. Hasenhüttl ist ja jetzt weg bei FC Ingolstadt, beim FC Ingolstadt und wechselt ja nach Leipzig. Aber noch eben zum FC Ingolstadt 04, sie sind ja aufgestiegen und als allererster Aufsteiger der Bundesliga gewann Ingolstadt die allerersten 3 Auswärtsspiele. Auch Rekord, zu Frankfurt, die ja möglicherweise absteigen. Genau, könnt ihr auch mal unten in die Kommentare schreiben. Glaubt ihr, Frankfurt schafft es in der ersten Liga zu bleiben oder eher Nürnberg? Wo geht die Tendenz hin? Bin ich mal gespannt. Aber zu Frankfurt. Leider konnte ich nicht herausfinden oder habe ich jetzt nicht nachgeschaut, ob es Hin- oder Rückrunde war. Ich glaube aber eher Hinrunde war es. Denn nach nur 18,4 Sekunden hat Stefan Aigner die schnellste gelbe Karte der Saison kassiert.
Interessant, oder? Das ist schon interessant, ja. Sehr interessant. Dass das so schnell geht. Na gut, der hört nicht viel zu, ne? Das kann schnell gehen, wenn du da ja mal loslässt. Also, Aigner ist rechter Flügel. Das heißt, wer spielt links bei Bayern? Das heißt, er müsste ein Alaba, ein Costa oder... Ja, Ribéry war da ja verletzt. Ja, also ein Alaba oder ein Costa gefoult haben. Ja, zum Schluss ja, würde ich nee, sagen, das ist... sprechen wir nochmal sonst über die Aufsteiger. Freiburg, freut mich, dass die wieder zurück sind ja, in der ersten ist, Liga. Ich finde, die gehören eigentlich in die erste Liga. Ja, gut, die haben ja auch lange gespielt da und sind dann abgespielt. Oh mein Gott, das ist ja mal so. Ja. Wenn dir die Leute fehlen, dir fehlt einfach was in der Mannschaft, ja, dann willst du irgendwann da unten landen und steigst ab. Aber ja, du hast auch das genauso gut. Ich kann das auch wieder in die andere Richtung, dass man aufsteigt. Ja. Dafür kann man ja vieles tun. Oder haben sie gute Arbeit geleistet, sonst würden sie jetzt nicht aufsteigen. Christian Streich freut sich jetzt auch und hat gesagt, ihm hat es in der zweiten Liga gefallen, nochmal Erfahrung da gesammelt. Ja gut, aber erste Liga ist nicht so viel, meistens gar nicht mal so viel schwerer zu spielen. Man sagt immer, ja, das ist eine ganz andere Sache, wenn man erste, das ist gar nicht so, das stimmt gar nicht so. Es gibt Mannschaften in der ersten Bundesliga, die natürlich, die du wahrscheinlich nicht schlagen wirst, weil die einfach besser sind. Bayern, Dortmund, durchstehen. Da kannst du gegen gewinnen. Ja, wenn wir bei FC Bayern nehmen, das Potenzial, mein Gott, da brauchen wir nicht drüber reden, oder? Ja. Ich bin zwar kein Bayern-Fan, aber man muss auch das Potenzial, was dahinter steckt, die haben nur gute Spieler und die haben auch Geld und können sich dies und das kaufen. Wobei das auch nicht mal alles ist im Fußballgeld. Ja. Es muss auch zusammenpassen, die Leute müssen zusammenspielen können. Und einen Trainer musst du haben, der das vermitteln kann. Hast du den nicht? Freut mich auf Carlo Ancelotti hier. Ja, das ist mal wieder was. Da bin ich auch mal ganz, würde ich auch mal sehen, wie der seine Arbeit jetzt macht. Das ist ein guter Trainer. Muss man halt gucken, wie der hier reinpasst auch in Bayern, ne? Weiß ich nicht. Ja, natürlich, bin mal gespannt. Aber ich bin auch mal gespannt diese Saison. Und Leipzig, Rasenballsport Leipzig. Ja, ja. Also ich habe jetzt nichts gegen Leipzig, möchte ich auch nochmal betonen. Aber was ich nur so komisch von den Äußerungen jetzt von Ralf Rangnick finde, ist, er meint, das ist ja eine Sache, wenn man auf Jugend setzt, man sagt sonst, Spieler, so bis, keine Ahnung, 26, 27 ja, Jahre alt und dann so ab einem bestimmten Alter, nein, wir wollen eher nur mit Jüngeren arbeiten. Völlig in Ordnung. Ja, völlig in Ordnung, habe ich nichts gegen. Aber wenn man meint, so in dem Sinne, wir wollen einen Trainer haben, der auch einem gewissen Alter entspricht. Ich muss mich da kurz einklären. Ja. Das ist Quatsch, ein bisschen Alter entspricht. Ist egal, wie alt der Trainer ist, der muss ihn vermitteln können. Der Trainer kann auch 60 sein, das ist vollkommen nett. Deswegen. Das interessiert doch überhaupt. Der kann auch nur 70 sein. Es gibt auch nur sehr gute Trainer, die 70 sind. Und die können das auch gut vermitteln. Das verstehe ich null. Das ist also Blödsinn. Das verstehe ich null. Der darf jetzt 35 sein oder 30, 35 oder 40. Das ist ja Blödsinn. Deswegen. Klar können die auch gut sein, aber ein alter Trainer hat auch viel Erfahrung. Er kann auch viel vermitteln. Richtig. Also bin ich immer eher der, ich bin einer, der sagt, lieber ein bisschen Ältere nehmen. Die haben mehr Erfahrung. Es gibt so viele gute alte Trainer. Hier, guck dir Jupp Heynckes an, wie viel Erfolg hat er mit Bayern München gehabt. Oder Gladbach. Als Beispiel mal. Oder Gladbach. Oder Gladbach, genau. Das muss man mal sehen. Ja. Und das ist viel, viel Erfahrung, was dahinter steckt. Und so ein Trainer ist mir persönlich lieb. Ja, genau. Vergleiche einen Hasenhüttl mit Jupp Heynckes. Zwar hat Jupp Heynckes aufgehört. Ja. Oder wir vergleichen... Gut. Ja, warte mal, oder wir vergleichen... Das ist aber wir reden jetzt ja von der älteren Trainer. Ich würde überlegen... Dazu sagen, welche Trainer gibt es jetzt ja ein gewisses Alter nur haben als Trainer? Deswegen ist er auch nicht viel länger bei der Mannschaft. Vielleicht passt er da gar nicht rein und macht eine Saison. Vergleiche ein Markus Weinziel mit Viktor Skripnik. Weinziel, Europa League hat er geschafft. Er hat ein Konzept. Ich weiß jetzt gar nicht, wer älter ist, aber ich glaube jetzt, was Skripnik ist. Älter will ich jetzt einfach mal meinen. Oder ist er jünger? Ich glaube, der ist jünger, oder? Ich weiß es nicht genau. Also, ich sag jetzt mal, Skripnik ist jünger. Eigentlich fast mein Alter, der müsste doch, oder ist er schon 15? Muss ich lügen jetzt. Nee, der muss älter sein wie ich. Ganz ehrlich, das interessiert mich jetzt mal. Das kann also eine sehr lange Analyse, wie ihr jetzt seht. Ich habe jetzt nicht gerade eine Liste hier, ich hatte letztes hier noch ein Lied, da stand das von mir da auch. Da stehen auch, ich glaube, die Daten waren wie alt. Ja. Aber man könnte da jetzt natürlich auch googeln, da würde das auch beistehen. Ey, für mich nur das Alter jetzt, ist alt so. Das Alter habe ich jetzt nicht so im Kopf. Also das Viktor Skripnik, hallo, kann das jemand irgendwo stehen? Ist 46? Das ist doch mein Alter, sag ich ja. Also ungefähr kann man schwer schätzen, weil ja, der hat auch schon, er hat ja auch lange, spielt ja schon länger nicht mehr als Profi. Und so Markus Weinziel ist, der könnte jetzt bin ich mal gespannt, der könnte, oder? 41.
Naja, gut, aber das sind 5 Jahre Unterschied. Das kann ja gar nicht so unbedingt werden. Ne? Okay. Okay, das ist ein schlechter Vergleich. Aber alles so, was so. Den kann man als Vergleich nehmen. Von irgendwelche Trainern, die man jetzt vergleichen kann. Die jünger aber sind oder was? Ja, so eine Differenz. Also, worauf wir hinaus wollen, es kommt ein bisschen auf das Alter an, eben, was man schon mitgenommen hat aus verschiedenen Teams, Erfahrung. Das ist ganz, ganz wichtig, Erfahrung. Oder ob man gleich bei einem großen Verein anfängt, zum Beispiel Tuchel. Tuchel ist eigentlich ein guter Vergleich, weil er hat bei Mainz gearbeitet und das kann man nicht so, finde ich, als Maßstab nehmen. Und nun bei Dortmund, er hat eine sehr gute Saison gespielt. Ja, das müssen wir ja mal zu. Er hat ja bei Dortmund auch eine Mannschaft, die man am liebsten stand. Er muss ja trotzdem seine eigene Taktik. Ja, aber er hat eine Mannschaft gehabt, die war ja schon, die hat ja zusammen gespielt, die hat das übernommen. Klar, er bringt seine eigenen Sachen mit rein, aber er hat schon mal eine Mannschaft gehabt, die stand. Er musste keine neue zusammenstellen. Ja, okay. Den einen oder anderen ersetzen, das ist immer so beim Fußball. Aber war es eine gestärkte Mannschaft? Hier muss man sagen, im Gegensatz zu Klopp, weil Klopp hat ja auch immer so seine Spieler gehabt bei Dortmund. Ja, gut, aber er hat zum Beispiel einen Julian Weigel großgebracht, hat die Mannschaft schon an sich schon geformt. Ja, klar. Und hat auch Erfolge mit Dortmund ja nur schon gehabt, muss man sagen. Ja. Also hat Tuchel erstmal eine Mannschaft schon immer, die so stand. Gut, der hat den einen oder anderen jetzt auch da neu mit eingebaut. Jetzt muss er als Trainer ja auch, weil jetzt gehen ja auch Leute weg. Klar. Aber er hat schon eine Mannschaft gehabt, die schon Bestand hatte, die schon gespielt hatte, so. Also da, ne? Ja, aber wir waren ja bei Trainern jetzt, Erfahrung etc. Ja, aber worauf wir jetzt hinaus sollen, eben Erfahrung und ist jetzt schwer, hier aus der Bundesliga jetzt Trainer rauszunehmen. Muss man auch nicht machen. Es ging ja eigentlich nur um Leipzig jetzt, dass er genau. Wir wollen jetzt einen Trainer, der nicht so alt ist. Ja, was ist das für eine dumme Aussage? Ja. Außerdem, was bringt mir das, wenn ich einen jüngeren Trainer nehme, der weniger Erfahrung hat? Der wird auch nicht vielleicht länger da bleiben. Vielleicht macht er da eine Saison oder zwei und geht dann auch wieder weg. Ja. Also ist das Quatsch, in meinen Augen. Ja. Also diese Aussagen regen mich persönlich schon wieder auf. Ja. Aber gut, das ist eben das, was er sagt. Und dann muss er dann halt auch so. Genau. Das müssen wir wohl so akzeptieren. Dann würde ich sagen, zu guter Letzt, weil ich finde, die Analyse war jetzt sehr ausführlich. Ich denke schon. Wir haben ja nun nicht jede einzelne Mannschaft besprochen. Muss man auch nicht. Aber ich denke, man pickt sich das raus, was so ein bisschen. Ja, aber wenn man noch zu jeder Mannschaft so ein kleines Fazit zieht, Bayern vielleicht Erster, sag ich mal, Dortmund guter Zweiter, Dritter, Vierter, Leverkusen und Gladbach auch, finde ich, zu Recht, Schalke ist auch mit dabei. Ja, also da ist es aber auch immer schwierig, wie du ja auch gesagt hast, Schalke ist, finde ich, ein Problemverein in den letzten Jahren auch geworden. Die spielen auch so, nicht dieses Konstante fehlt dabei, gerade bei Schalke fällt mir das jetzt auch aufgefallen. Ja. Das Konstante ist nicht mehr so. Die haben früher, weil die haben Erster, Zweiter, Dritter, wo in dem haben die sich auch eingefunden. Oft lange Zeit waren sie immer Zweiter. Die Meisterschaft haben sie nie geschafft, irgendwie haben sie das schon nie hingekriegt. Aber die waren ziemlich weit oben. Jetzt stehen sie um 5, gut, 5, da geht immer noch. Aber die Spiele, die sie bis jetzt zugemacht haben, die waren auch nicht so überragend. Mainz und Berlin haben gute Arbeit geleistet. Ja, Wolfsburg war enttäuschend. Wolfsburg ist enttäuscht mich auch. Die hätte ich jetzt eher weiter oben gesehen. Ja. Köln und Hamburg, sag ich mal, guter Durchschnitt. Köln, finde ich, hat eine gute Jugendarbeit. Ja. Ein Hector, der auch in der Nationalmannschaft spielt, ein Horn, der womöglich nach Liverpool vielleicht wechselt oder doch bei Köln bleibt. Also da muss ich auch sagen, dass sie sich da so eingependelt haben. Ich finde das für Köln eigentlich ganz gut. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass das vielleicht mal Europa League drin ist, muss ich sagen. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Also so eine Mannschaft wie Mainz oder Hertha ist es allemal. Also die drei Mannschaften kann man sehr gut vergleichen. Ja, könnte man Hamburg, Traditionsverein. Guter 10. Platz, sag ich mal, Durchschnitt halt, gut. Mittelfeldplatz, kann man mit zufrieden sein. Also Hamburg kann zufrieden sein mit dem, was sie da jetzt haben. Im Gegensatz zu den letzten beiden Saisons, muss man sagen. Okay. Ja, im Gegensatz dazu muss man sagen, können die zufrieden sein. Ingolstadt und Darmstadt haben die Klasse gehalten. Augsburg, Europa League gespielt, ja diese Saison, sind 12. geworden. War aber auch schwer für diese Dreifachbelastung oder insgesamt die Belastung zu haben, Liga, Europa League und auch dann Pokal auch noch, ist schwer für Mannschaften. Bayern, Dortmund, Leverkusen, Gladbach und Schalke, sage ich mal, die kennen das. Für die ist das normal. Deswegen. Die haben auch das Potenzial dafür, da zu spielen. Und bei Augsburg war es ein bisschen schwierig, aber man muss sagen, die haben sich auch gut geschlagen. Bremen, Traditionsverein, eher enttäuschend. Ich hoffe mal, die nächsten Saisons oder nächste Saison jetzt speziell läuft ein bisschen besser. Ich hoffe, dass da mehr getan wird. Ich weiß nicht,
inwiefern die da sich da verändern können, aber irgendwas müssen die jedenfalls tun. Das, ja. So geht es nicht weiter, weil es kann nicht sein, dass sie nächste Saison wieder da spielen, wieder gegen den Abstieg spielen. Wir wollen, dass sie weiter oben stehen und können vernünftige, gute Spiele machen. Hoffenheim, letzte Saison, knapp Europa League gescheitert. Man ist Achter geworden, wenn ich mich nicht ganz irre. Und diesmal 15. Diesmal sitzt du schlecht dran. Und Frankfurt, Stuttgart und Hannover, sage ich mal, kein Kommentar, besonders zu Hannover. Das war eine richtig schlechte Saison von Hannover. Ja. Ich frage mich, ob die den direkten Aufstieg wieder schaffen. Sage ich mal, Stuttgart hat bessere Chancen. Ich glaube auch. Hannover eher weniger, weil ich sehe dann wieder Vereine, sage ich mal, wie Bochum, Braunschweig, Fürth. Also ich. Die will ich nicht unterschätzen. Also auch ein, Karlsruhe oder Bielefeld oder St. Pauli. Karlsruhe hätte normalerweise letzte Saison hatte das eigentlich aufgestellt. Ja. Die haben sich dumm angestellt, nochmal wären die aufgestiegen. Ne? Mhm. Aber deswegen, also das sind Mannschaften. Ich muss noch was zu Hamburg, nicht zu Hannover sagen. Ja. Also Hannover muss auch aufpassen, dass sie nicht dann irgendwann in der zweiten Liga durchgereicht werden. Mhm. Das geht ganz schnell, dass du durchsagst. So wie das Paderborn. Richtig. Paderborn ist jetzt in der dritten Liga. Das meine ich ja. Du musst dir mal vorstellen, letzte Saison der erste, nächste dritte. Abstieg und die sacken so durch, das darf man nicht vergessen. Das ist das ganz schwer. Wenn du dich da nämlich nicht halten kannst, bist du weg, da rutschst du so durch. Also und das jetzt doch mal so ein Fazit. So willst du noch zu einer Mannschaft was ergänzen, was ich gesagt habe? Also ist alles gesagt. Ich denke mal, da brauchen wir nicht mehr groß was zu sagen. Ja, stehen wir so. Termine stehen auch schon fest. Das ist alles gut. Denn wir sind jetzt hier am Ende. Bevor ich aber noch zu den Terminen komme, nur noch ganz kurz die Sachen, die wir besprechen. Ja. DFB-Pokal, wer gewinnt? Bayern oder Dortmund? Boah, das ist eine. Also das ist eine sehr schwere Frage, muss ich sagen. Also ich tippe 2-1. Nee, ich tippe 2-0 Bayern nach Verlängerung. Es ist echt schwer, weil da treffen zwei aufeinander. Ich meine, klar, Bayern ist eine Macht, es ist keine Frage für einen. Brauchen wir aber nicht drüber reden, oder? Aber du darfst, oder wir dürfen Dortmund auch nicht unterschätzen. Ne? Ja. Das wird bestimmt kein leichtes Spiel. Also da kannst du nicht sagen, klar, Bayern gewinnt. Ja. Also ganz klar sehe ich das noch nicht, aber ich gehe davon aus, also ich sage mal, gehe auch davon aus, also ich gehe davon aus, dass Bayern gewinnt. Ja, als Bayern-Fan. Ich sage ganz und ich einfach, glaube, warte, sieht man das? Lewandowski? Ja, sieht man. Das sieht man. Also ich sage mal, mein Tipp ist dann, ich tippe das jetzt mal ganz, aber es wird knapp, glaube ich. Also 2-1 oder 2-0 nach Also ich tippe 2-1. Ja. 2-1 tippe ich. So. Ist mein Tipp ganz einfach für die Woche. Und Champions League Finale? Real Madrid oder Atletico Madrid? Oh, das ist auch wieder so interessant. Ich sag Real. Ich sag Atletico. Ich sag einfach aus dem Bauch heraus Real gewinnt. Aber ich sag kein Ergebnis, weiß ich nicht. Ich sag einfach nur Real. So, Termine für die nächste Saison stehen auch schon fest. Nicht nur jetzt real-life-mäßig, so vom Fußball-Termin her, also wann Bundesliga beginnt, wann der Super Cup ist oder DFB-Pokal, sondern auch Termine für meinen Kanal. Zuerst aber, sag ich mal, Fußballrealität. Vom 19. bis 22.8. ist nämlich die erste Hauptrunde des DFB-Pokals. Und vom 26. bis 28.8. da ist der allererste Spieltag. Also alles verschoben im Gegensatz zum letzten Jahr. Und der Supercup, den habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, der müsste am 9. August sein. Und es wird wie folgt ablaufen. Auf jeden Fall am 3. September, sprich nach der Transferperiode, wird es auch schon, wie die letzten beiden Male, eine Transferanalyse von mir auf jeden Fall geben. Ob du mit dabei bist, kannst du schauen. Ist ja auch noch lange hin. Da wollen wir jetzt noch nicht drüber sprechen, glaube ich. Ja, aber das ist auch erstmal grob. Wer weiß, vielleicht verändert sich ja noch was bei den Terminen. Am 13. August. Ja. Sind wir zu dritt? Zu dritt? Ja. Denn dann sitze ich hier mit meinen beiden Onkels und dann machen wir eine Tabellenprognose der ersten Bundesliga. Oh, das wird schwierig. Das wird sehr schwer. Das muss. Ich muss das erstmal. Man muss halt mal sehen, was hier. Wir werden ja mal schauen, was alles jetzt dahin passiert nach der Europameisterschaft. Und am 14. August, also einen Tag nach der Tabellenprognose, gibt es von uns beiden, wie üblich, ein Tippspiel. Richtig. Am 14. August, das ist Sonntag, werden wir tippen für die Woche, die dann kommt. Ja. Also beziehungsweise in zwei Wochen. Beziehungsweise wir tippen Bundesliga, aber auch DFB-Pokal. Wir werden beides tippen. Beides tippen, ja, machen wir gerne. Ja, da
sind erstmal so grobe Planungen. Vielleicht verändert sich ja noch das ein oder andere. Vielleicht ein bisschen zurück. Am 15. auf jeden Fall wird es kein Video geben. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Da werdet ihr nichts von mir hören. Warum wohl? Da habe ich Geburtstag. Da werden wir nicht tippen, nichts sagen. Nichts. Deswegen habe ich das extra davor verlegt. Das können wir auch vorher machen alles. Ja, genau. Habe ich mir dann auch so gedacht. Nee, das ist kein Problem. Das können wir ja wieder tun. Das sind erstmal ganz grobe Planungen. Und das hier ist erstmal das letzte Video für diese Saison. Ja, genau. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir beide jetzt, sage ich mal, so dieses Kommentatoren-Moderatoren-Duo geworden sind. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit dir. Wir geben alles. Und wenn ihr irgendwie Vorschläge habt für andere Formate, dass wir, keine Ahnung, also ich habe mir erstmal überlegt, vielleicht Daniel versus Uwe beim Tippspiel. Vielleicht auch mit einem Counter, den wir einrichten können. Kann man ja dann mal schauen. Dann schreibt es in die Kommentare auf jeden Fall für andere Vorschläge. Wir sind für alles offen. Und ich glaube, das Video geht schon viel zu lange. Ich bin mal gespannt. Ja, musst du kürzen. Alter. Du musst es zusammenschneiden. Aber wir haben ausführlich alles besprochen, aber ja, durchgeschworen. Warum? Was rausschneiden? Wir haben alles ausführlich hier gemacht. Man muss natürlich sagen, zu lange geht auch nicht. Ne? Aber zu kurz ist auch nicht so gut. Man das muss ja ein bisschen anstrengen bei Themen. 10 Minuten kriegst du das nicht durch. Nee, das stimmt. Eine Stunde ist vielleicht auch zu lang, aber eine Viertelstunde geht gar nicht. Wir haben eine Dreiviertelstunde. Ja gut, das können wir ja vielleicht noch zusammen. Das geht. Deswegen beenden wir jetzt das Video. Wir werden jetzt aufhören, ich denke, das reicht. Wir haben alles Gute. Ja, wir haben alles gesagt. Wir haben Spaß gehabt. Ja. Anpfiff, Abpfiff, Tour. Ciao, Fußballfreunde. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Macht's gut.